Wasser, Schiene, Straße. Die Trimodalität verleiht dem Hafen Wien eine Sonderstellung unter den europäischen Binnenhäfen. Jährlich werden 11 Millionen Güter binnen kürzester Zeit abgefertigt und weiter transportiert. Das macht den Hafen Wien als Standort für über 100 Unternehmen attraktiv. Neben der ständigen Verbesserung der Hafeninfrastruktur und der Aufstockung der Lagerkapazitäten bleibt auch der Hochwasserschutz ein wichtiges Thema. Hafen Freudenau. Der Hafen Freudenau ist das Zentrum des Güterumschlags an der Donau in Wien. Hier befinden sich die Umschlaganlagen für Schüttgüter, Stückgut und Rohstoffe. Am Containerterminal werden 300.000 Containereinheiten pro Jahr umgeschlagen. Über 70.000 Neuwagen werden jährlich über den Autoterminal ausgeliefert. Die Kapazität der Hallen und Freilagerflächen beträgt insgesamt 270.000 Quadratmeter. Hafen Albern. Im Hafen Albern werden landwirtschaftliche Produkte, Baustoffe und Stahlerzeugnisse umgeschlagen. Auf dem Gelände befinden sich 5 große Getreidespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 90.000 Tonnen. Ölhafen Lobau. Der Ölhafen Lobau ist Anlaufstelle von rund 1.000 Tankschiffen im Jahr. Hier werden jährlich etwa 1 Million Tonnen Mineralölprodukte umgeschlagen. Schiffsstation Wien City. Mit dem Schnellboot von Wien nach Bratislava. Dafür sorgen die Twin City Liner. Mit der Schiffsstation Wien City haben die Schnellkatamarane einen neuen Heimathafen und Wien einen Stadthafen. Schifffahrtszentrum Reichsbrücke. Das bei der Reichsbrücke gelegene Schifffahrtszentrum dient als moderne Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe. Ein idealer Ausgangspunkt für touristische Entdeckungstouren durch Wien. Marina Wien. Die rund erneuerte Marina Wien steht sowohl für anregende Yachtclub-Atmosphäre als auch für ein komplettes Service rund ums Boot. Mit der U2-Station Donaumarina gibt es eine ideale Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Für das leibliche Wohl sorgt die Spitzengastronomie direkt am Donauufer.